Hallo, hier ist Alex. Ich möchte euch heute eine Routine namens Shrug Circle vorstellen. Diese Routine ist dafür gedacht, den Schultergürtel zu trainieren und zu stabilisieren und eine gewisse Grundkraft aufzubauen, die nötig ist, um viele Übungen sauber ausführen zu können. Viel Spaß beim Zuschauen. Der Shrug Circle beginnt mit schwereren Übungen und wird dann progressiv leichter. Alle Übungen werden mit gestreckten Armen ausgeführt und nur in der Schulter bewegt. Die positive Bewegung sollte schnell erfolgen, oben kurz gehalten werden und dann langsamer negativ bewegt werden. Die erste Übung ist der Inverted Shrug. Dabei hängt ihr an einem Barren oder an Ringen kopfüber und bewegt euch auf und ab. Dabei wird eine Elevation der Schulterblätter ausgeführt, welche am stärksten durch den Trapezius im absteigenden Teil ausgeführt wird. Außerdem werden der Levator Scapulae, die Rhomboideen, der Sternocleidomastoideus und der Serratus Anterior mitgenutzt. Solltet ihr nur eine Klimmzugstange haben, könnt ihr die Übung auch so ausführen. Die zweite Übung ist der Handstand Shrug. Dabei bewegt ihr euch im Handstand bauchwärts zu einer Wand stehend auf und ab. Die genutzten Muskelgruppen sind ähnlich wie beim Inverted Shrug, aber die Armstellung ist verändert. Hierbei wird ebenso eine Elevation der Schulterblätter ausgeführt. Die dritte Übung ist der Hanging Shrug. Dabei hängt ihr gerade an der Klimmzugstange und bewegt euch in den Schultern auf und ab. Dabei wird eine Depression der Schulter ausgeführt, wodurch der Trapezius im aufsteigenden Teil und der Latissimus am stärksten beansprucht werden. Außerdem werden noch der Serratus Anterior und der Pectoralis Minor und Major genutzt. Die vierte Übung ist der Support Shrug. Dabei stützt ihr wie bei Dips auf dem Barren oder auf den Ringen und bewegt euch in der Schulter auf und ab. Dabei wird ebenso eine Depression der Scapula ausgeführt. Die hauptsächlich arbeitenden Muskeln sind hier abhängig von der Körperposition. In der gezeigten Version, wenn also die Schulterblätter retrovertiert sind, ist die Verteilung gleich wie beim Hanging Shrug. Die fünfte Übung ist der Body Row Shrug. Dabei hängt ihr wie bei einem Body Row möglichst mit den Beinen auf Schulterhöhe und bewegt die Schultern auf und ab. Dabei wird eine Retraktion der Scapula ausgeführt, welche am stärksten durch den Trapezius im queren Teil und die Rhomboideen ausgeführt wird. Außerdem arbeitet der Latissimus noch bei der Bewegung mit. Die sechste Übung ist der Push-Up Shrug. Dabei stützt ihr wie beim Liegestütz und bewegt euch in der Schulter auf und ab. Dabei wird eine Protraktion der Schulter ausgeführt, die vor allem durch die Pectoralis Major und Minor Muskeln und den Serratus Anterior ausgeführt wird. Der Push-Up Shrug kann bei Bedarf intensiviert werden, indem ihr euch mit der Schulter leicht nach vorn lehnt. Hier jetzt nochmal alle Übungen nacheinander. Führt 15 bis 20 Wiederholungen von jeder Übung in dieser Reihenfolge aus und haltet die Wechselpause möglichst kurz. Nach einem Durchgang pausiert ihr 1 bis 2 Minuten und wiederholt den Circle bis zu 3 Mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und viel Erfolg mit dem Training. Bei Fragen schreibt einfach einen Kommentar. Bis bald, Alex.